Good morning! Heute ist ein wunderschöner Sonnentag. Sonnentag meinte ich. Ein Dezember sunny day. So schön. I like it. Wow. Ich habe mich fertig geschminkt, habe geduscht und alles und meine Haare, ich habe sie gerichtet. Aber seht ihr die hier? Diese fliegenden Haare? Ich kriege die einfach nicht geglättet. Annoying. Und ich habe das jetzt eigentlich zugebunden, aber wieso eigentlich? Es ist ja jetzt nicht so warm draußen, deswegen wollte ich das gar nicht so machen. Aber heute ist ein wunderschöner Tag. Ich freue mich, weil Sonja auch heute jetzt auf dem Weg ist zu mir. Ich freue mich voll irgendwie, wieder Familie bei mir zu haben. Heute Abend gehen wir ein bisschen aus mit Sibyl und Donny. Und ja, ich freue mich voll. Es ist wieder so, es ist so schön. Ich freue mich einfach mega. Also, wird ein sicherlich toller Tag. Und mein neuer Produzent, der Nathaniel, der kommt heute und ich freue mich voll und ja, das wird richtig cool. Ich lege euch mal kurz wieder ab. Ja, also, wieso bist du schief? Ja, ich freue mich voll, weil es wird wieder ein toller Tag. Heute gehen wir nochmal über meine Single durch, also so schauen drüber, ob ich da noch ein paar Vocals aufnehmen sollte. Mal schauen, aber ansonsten freue mich voll. Und was ich gestern vergessen habe zu sagen, gell, in meinem Vlog, bohren die schon wieder, gehört ihr das? Auch wenn ich jetzt ein Video drehen wollen würde, so richtig, kriege ich das nicht hin wegen dem Gebohren. Aber ich bin heute voller Energie, keine Ahnung wieso, ich weiß nicht. Ich hatte einfach einen guten Start in den Tag. Ja, auf jeden Fall ein super Start in den Tag, darauf freue ich mich. Ja, ansonsten würde ich sagen, jetzt kommt gleich Tai und holt mich ab um 11. Und dann gehe ich ins Studio, schneide mein Video dort, weil ich auf Donny warte und wir bis dahin erstmal warten, bis mein Produzent kommt und alles. Da kann ich noch an meinen Sachen arbeiten, E-Mails bearbeiten und dann, ja, dann, ich weiß nicht, ihr müsst mir sagen, ob mein nächstes Video mein Snapchat Q&A werden soll oder eins, was zum Thema Haare ist. Mal schauen, müsst ihr mir sagen. Aber ich habe ich eigentlich ganz gut hingekriegt mit dem Vordrehen. Ich bin so froh, dass ich das alles vorgedreht habe, weil sonst hätte ich echt keine Videos posten können jetzt in der Zeit, wo ich weg bin. Und es wäre richtig scheiße gewesen. Aber ja. Deswegen bis später, meine Schönen. Ich bin jetzt wieder im Studio und werde jetzt aber erstmal mein Video schneiden. Das werde ich jetzt tun. Deswegen brauche ich diese SD-Karte, die in der Cam ist, damit ich mein Video schneiden kann. Also dann relativ schnell hochgeladen sein, ist ja noch vor 12, deswegen ja, geht das halt heute weiter mit dem Vloggen. Sorry nochmal, dass letztens kein Vlog kam, aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Moment. Aber jetzt wird hier weitergeschnitten, bis Donny kommt. Ich freue mich voll auf sie. Guckt mal, wer da ist. Hallo. Hallo. Meine Schwester ist da, ich freue mich voll. Die alte Sau ist da. Ich bin gekommen, ich bin so weit weg. Preisen. Ich habe mit Patty auf uns. Hallo, nice to meet you. Wir essen jetzt. Heute gibt es Salat mit Rinderfilet. Oh, Lami, ich brauche deine Kamera. Echt? Ja, so viel schönes Licht. Oh, nice lighting. Oh ja. Stop. Wir haben jetzt alle Salat mit Rinderfilet. So lecker. Sonja auch. In Instagram bestimmt. We all have the same. But the shooter just talked about it. That's all. Ich bin einfach so stolz auf meine Schwester, dass sie diesen Schritt macht. Und ich bin so stolz, dass sie sich einfach voll glücklich fühlt. Und ich merke, seitdem ich hier bin, Lami strahlt jede Sekunde. Und ich kenne sie davor schon, dass sie glücklich ist. Aber jetzt ist es so was anderes. Sie hat irgendwas immer, was zufrieden ist. Und es macht mich glücklich zu sehen, dass sie glücklich ist. Das ist voll. That's so nice of you, Sister Act. Peppermint Patty. Peppermint Patty. Ich bin so geil. Weil ich habe zu ihr gesagt, wo bist du? Okay, und ich habe gesagt, du bist hier Peppermint Pavillon. Und ich habe gesagt, es hört sich an wie bei Peppermint Patty bei Snoopy. Stimmt! Lass das! Von ihr habe ich erzählt, Leute. Ich möchte das nicht. Das ist die Sisi. Eigentlich müsstest du wie Heino immer mit einer Sonnenbrille rumrennen. Ja, eigentlich wäre das geil, ne? Nee. So Leute, Donny und ich sind jetzt im Hotelzimmer. Donny zieht sich um, deswegen filme ich jetzt nicht Donny. No. Wir reden gerade über Babybäuche und wenn das Baby kickt, das ist so komisch, ey.
Schlüssel. Ist so creepy irgendwie. Alles ist so. Ich habe mich ja nie mit sowas befasst in meinem Leben, noch nie. Ich auch nicht. Und Donja erzählt mir halt immer so Sachen, auf was man achten muss. Ich, so, hey, ich hätte nie daran gedacht, darauf zu achten. Aber cool. Ich habe ja eh hier ein Doppelbett, deswegen kommt sie jetzt zu mir. Ja. Easy peasy. Und ja, heute war ein relativ entspannter Tag. Also ganz gechillt. Nicht so wirklich aufgenommen habe ich heute gar nicht. Das ist mal so ein Day off. Ich freue mich voll. Sibyl war da, habt sie ja gesehen. Und morgen früh geht's alles weiter. Morgen um 10 habe ich Meetings. Und dann geht's los mit Aufnahmen. Morgen wird ein neuer Song geschrieben. Jo, wird geil. Ich freue mich voll. Also super. Donny, wie hat sie gefallen? War sehr interessant. Und interessant. Ich bin so glücklich, dich so glücklich zu sehen. Ja, ich bin echt mega glücklich momentan, also so richtig glücklich, glücklich, weil ich das machen kann, was ich liebe, so. Und der neue Produzent, der Nat, der ist so cool, der ist so entspannter, der ist ein bisschen reservierter als Nate, das ist so lustig, beide heißen Nate. Der heißt eigentlich, der jetzige Produzent heißt Nathaniel. Und der andere? Der hieß Knight, aber er hat so einen krassen afrikanischen Namen, dass er immer sagt, my name is Knight, don't try to spell my name or... Ja, und da ist dann, jetzt kann ich sie euch hier zeigen, da ist sie. Die Strumpfhose ist durchsichtig. Zeig mal, das sieht man aber nicht in der Cam. Nee. Ja, und ich wollte schon mal jetzt gute Nacht sagen, weil jetzt werden wir Girl Talk haben und tratschen oder vielleicht einfach pennen gehen. We will see, mal schauen. Aber ja, ich wünsche euch eine gute Nacht und wir sehen uns dann morgen wieder in aller Fresche. Da werdet ihr bestimmt noch ein paar neue Leute sehen. Jo. Heute wollte ich nicht in, als wir ein Meeting hatten, kam ja Musti, Errol und alle und ich wollte da jetzt nicht die Cam rauszücken, aber morgen ist jetzt der Moment gekommen, wo ich die Cam rauszücken werde. Also, ja. Also dann, good night and see you tomorrow.